Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Smaragd Nuzlocke Challenge. Ja, beim letzten Mal haben wir den Schlotberg erreicht und haben leider Gottes unser... Ich sage mal, einer unserer besten Pokémon verloren. Nämlich unser Simsala. Luis ist leider einen grausamen Tod gestorben. Es wurde von Finale in die Knie gezwungen. Was mich sehr, sehr traurig macht. Aber Mund abwischen, weiter geht's. Und ich würde mal Emil ein bisschen nach vorne setzen. Auch wenn Emil aktuell noch nutzloser ist als jedes andere Pokémon im Team, aber egal. Ja, wir haben erstmal nur 5 Pokémon. Das soll aber nicht lange so sein. Wir werden... Achso, der Beutel ist voll. Ja, okay. Dann gehen wir erstmal... Warte mal, dann... Ich bin übrigens nicht noch irgendwie in eine Stadt gegangen oder sonst was. Dieses Grünstück jedes Mal. Ja, ich würde sagen, erstmal werden wir jetzt diesen Wanderer hier verprügeln und dann geht's weiter. Da unten können wir noch ein Pokémon fangen. Wobei ich am überlegen bin, ob wir vielleicht den Team Magma-Typen da erstmal besiegen, der da unten noch wartet. Ein Knacklion. Schön. Und wir kämpfen mit Emil und werden wahrscheinlich verrecken. Können wir wechseln? Ich habe irgendwie Angst. Oh, wir können wechseln, zum Glück. Och, ich hatte schon Angst, dass wir jetzt mit Emil gegen dieses Pokémon da kämpfen müssen. Bin mal gespannt, wann sich Emil entwickelt. Naja, ich hätte gerne ein Wasser-Pokémon. Ja, ich glaube, das ist so die letzte Folge vor Flavia ungefähr. Zumindest vor der Arena. Also, ich denke, nach dieser Folge noch eine Folge und dann wird der Kampf gegen Flavia folgen. Weil wir natürlich auch noch die Trainer in der Arena besiegen müssen. Und zwischendurch werde ich auch nochmal eine Trainingssession einlegen. Also, nachdem wir die Trainer in der Arena besiegt haben. Willst du mich eigentlich gerade verarschen hier oder was? Das ist ein dusseliges Knacklion. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen hier nochmal einen Noturzel. Das fände ich jetzt lustig. Okay, ein Larvita. Ach, aber dass er auch Finale einsetzt, ne? So kurz vorm... Also dieses Pompas war das ja, ne? Und kurz vorm Tod hat er noch uns mitgerissen. Die Gegner reißen uns immer kurz vor dem Tod mit, habe ich das Gefühl. Ich habe übrigens oben auch noch nicht Verluste noch nicht korrigiert. Das sind jetzt 8 Verluste in der Challenge. Das werde ich dann zum nächsten Mal noch machen. Ich vergesse das manchmal, weil wenn ich in einem durchaufnehme, dann mache ich auch gerne mal... ja, dann vergesse ich sowas gerne mal. So, mein Freund, du möchtest gegen uns kämpfen? Na, dann zeig mal, was du so drauf hast. Ein Barschwar. Okay, da können wir mit Emil auch drin bleiben. Wir haben auch immer noch keine Schönschuppe gefunden, ne? Ja. Was, der Gantekel? Ah, okay, er ist Level 22, ne? Das... Mal gucken, wann wir das erste Milotic erwischen. Muschas. Das müsste Emil aber auch noch hinkriegen. Ah, natürlich. Emil, konzentrier dich. Das ist ja ein wichtiger Kampf. Du möchtest doch ein Level-Up haben. Du möchtest doch ein Level-Up haben, oder? Ach, Emil. Also ich hätte wirklich gerne einen Psyana. Jetzt gerade, weil wir unser bestes Psycho-Pokémon leider verloren haben, wäre das natürlich eine Bereicherung für das Team. Na, wir wechseln mal lieber. Komm zurück, Emil. Das war gute Arbeit. Aua.
Au! Ach, komm. Triff wenigstens einmal mit der Schockwelle hier. Samuel. Du sollst einmal treffen. Und dich nicht selber in den... Okay, wir heilen einmal. Es macht mich traurig zu sehen, wie dieses arme Simsala nur noch zuschauen. Neben... Ja, eigentlich tragen die anderen die Leiche von... vom Simsala jetzt den Berg runter. Bevor sie ihn dann beerdigen. Na. Ah. Jetzt komm schon. Nerv uns nicht so lange. Es ist nur ein dusseliges Muschas. Schockwelle und bam, weg damit. Bam. In den Boden gestampft. Die Magma-Rübel wurde besiegt. Tut mir leid, aber wir müssen weiter. Heilen wir? Ja, wir heilen. Lilly noch heilen und dann, ja, unser Team ist ganz schön gedamaged gerade. So. Oh, da vorne ist noch ein Doppelkampf. Oh, ich glaube, wir müssen hier gleich nochmal runter. Kann das sein? Kamaub. Ja, Emil, das tut mir leid, aber... Außer Lilly haben wir auch kein anderes Wasser-Pokémon. Kann das sein? Blubber! Eieieiei. Jetzt will Lilly es aber wissen. Emil hat Level 23 erreicht und lernt ruckzuckieb endlich mal eine vernünftige Attacke und nicht Tackle, die leider nur eine Genauigkeit von 95 hat und leider triggert die 95, triggern die 5% sehr oft. So, Lilly kriegt auch noch ein paar XP, ne? Und erreicht Level 24. Flemli! Du. Glut. So eine Blubberattacke noch und dann ist Flemli auch damit erledigt. Hunduster. Herzlich willkommen. Du darfst auch wieder gehen. Tschüss, Hunduster. Danke, dass du hier warst. Gwendolyn wurde besiegt. Aber Gwendolyn ist leider nicht der letzte Trainer hier. Oh, da ist noch ein Item. Sonnenstein? Schattenglas. Dankeschön für gar nichts. Wobei, der könnte gut sein für, für Undichtattacken. Wir haben gerade kein Pokémon mit Undichtattacken. Kann das sein? Ja, das kann sein. Oh, ich glaube, wir müssen hier gleich nochmal hochlaufen. Naja, okay. Da werden wir wohl gleich nochmal hier runterlaufen wegen dem Pokémon. Aber da haben wir wenigstens schon mal alle Trainer hier besiegt. Macholo und ein Flemli. Ich würde Emil da vielleicht rausnehmen wollen. Nee, weißt du was? Wir wagen das jetzt. Wir wagen das jetzt. So nämlich. Das ist alles für
Alles für Luis. Der von Kalle einfach so erniedrigt wurde. Ich glaube nicht, dass wir treffen. Doch, wir treffen. Okay, wir treffen immer. Gut. Das heißt, wir haben alle Trainer hier auf dieser Route besiegt. Oder kommt da unten noch einer? Kann sein, dass da unten noch einer kommt. Ah, guck mal, da unten kommt noch eine Wiese. Vielleicht wartet da ein Visor. So. Für den Steilpass bekommen wir ein Ninja-Turm. Warum hasst uns dieses Spiel eigentlich so? Das fangen wir doch niemals. Kann man das überhaupt fangen? Hm. Toll. Okay, das ist ein Boxwärmer. Ach. Nee, Leute, ich glaube, das fange ich einfach mal nicht. Ich glaube, das werden wir eh nie einsetzen. Jetzt mal ganz ehrlich. Als ob ich jetzt ein Ninja-Turm einsetze. Sorry, aber das... Das ist doch kein Pokémon, was ich haben möchte. Ja, schade. Der Steilpass hat uns leider nichts gegönnt. Hm. Oh, hätte ich Emil vielleicht heilen sollen? Ist Emil überhaupt verletzt? Ich weiß es gar nicht. Farbigel. Farbigel, Farbigel, Farbigel. Rutenschlag. So, das heißt, er macht Nachahmer und kann nur unsere Verteidigung senken und wir können ihn richtig schön wegbamsen hier. Okay, wenn er jetzt noch einen Farbigel hat, dann machen wir einfach dasselbe nochmal und dann ist gut. Farbigel gibt auch richtig schön viel XP. Ah, ein Togepi, okay. Sollten wir da vielleicht rauswechseln? Ich weiß es nicht. Warte mal, das ist ein Togepi, ich bitte dich. Oh, das ist wohl ein nerviges Togepi. Ach, das ist wirklich ein nerviges Togepi. Wenn er jetzt Metronom macht. Ja, okay. Das ist ein nerviges Togepi. Und wir wachen wieder auf. Komm schon. Ein Angriff. Komm, ein Angriff. Ich habe doch nur einen Angriff von dir gefordert. Einen einzigen, Emil. Um dieses Togepi da zu besiegen. Dankeschön. Vielen Dank. Yay! Natürlich. Und jetzt ist er, ach ja, das war der Typ, wo der Boden schuld ist, dass er verloren hat. So, den Trainer werden wir gleich noch machen. Ah, war vielleicht nicht so schlau, hier runter zu springen. Wir hätten vielleicht erst ins Pokémon Center gesollt, aber naja, gut, okay. So, ich bin gespannt, was wir aus dem Ei kriegen. Wo will ich eigentlich hin? So, dann das ganze, die ganze Chose nochmal. Vielleicht da, kriegen wir da oben noch ein Item. Warte mal, ist hier eins drin? Einfach zweimal anklicken, vielleicht ist ja dann was drin. Ach, schön.
So, und runter mit uns. So, der Schlotberg ist damit abgeschlossen und wir sind in Bad Lavastadt. Bevor wir den Trainer machen, gehen wir erstmal ins Pokémon Center und heilen unsere Pokémon und verabschieden uns dann von unserem Luis. Und dann hole ich schon mal das Ei ab. Dann kann ich das nämlich offscreen ausbrüten und dann seht ihr beim nächsten Mal, was daraus geschlüpft ist. La 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 la. Ich habe hier ein Ei. Schön, ich auch. Ich habe sogar zwei. Ach so. Ich hab's, wir haben uns von Luis noch nicht verabschiedet. Upsi. So. Luis. Das wird jetzt wehtun. Aber wir müssen dich leider in die Freiheit entlassen. Du bist leider verstorben. Es ist so traurig, ganz ehrlich. So ein gutes Pokémon zu bekommen und es dann jetzt so auf so eine blöde Art und Weise zu verlieren, dass er einfach mit Finale kurz vorm Tod einfach dich mitgerissen hat, ist einfach so bitter. Ja, unsere Reise war kurz und schön. In der Kürze liegt die Würze, würde ich sagen. Ja. Aber die Würze lag in deinen Attacken. Mit Psystrahl hast du jeden erledigt. Naja. Okay. Aber, wie gesagt, Mund abwischen, weiter geht's. Flavia wartet da unten schon auf uns. Und wir werden sie beim nächsten Mal, Ach so, das ist gar kein Trainer. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir schon mal in der Arena an, oder? Schauen wir mal, was wir in der Arena so an Pokémon haben. So, was erwartet uns denn in dieser Arena? Hoffentlich nicht wieder Stahl. Hopfspross, okay. Es kann jetzt entweder Pflanze oder Flug sein. Oh. Komm schon, Emil. Vielleicht entwickelst du dich ja noch bis zur nächsten Folge. Das würde ich übrigens feiern. Ach, dieses Hopfspross geht uns jetzt schon auf die Nerven. Steh auf! Komm schon! Okay, ich glaube, wir müssen auswechseln. Okay, also ich würde es feiern, wenn es Pflanze wäre, weil dann hätten wir mit, sag mal, hat er sich jetzt komplett wieder hochgehalten, nur mit Egesamen? Wie ätzend ist das denn, bitte? Ja, wir wechseln mal auf wen überhaupt? Smogon. Och, jetzt... Geh mir doch nicht auf den Sack, du Wichs-Pokémon. Du bist so ein Drecksvieh. Mann. Alter, jetzt macht er denselben Scheiß nochmal. Sag mal, was soll das denn? Oh, ey, Leute. Das ist doch jetzt nicht wahr hier. Alter, er hat sich jetzt komplett wieder hochgeheilt. Ah, immerhin steht Samuel wieder auf. Ach. Okay, habe ich schon mal erwähnt, dass mir dieses Pokémon auf den Nerven geht?
Ey, das ist ein dusseliges Scheiß-Hopsprost, verdammt. Was ist das für ein Kack hier gerade? Boah, wie kann man mir so auf den Sack gehen, dieses Drecksvieh? Ehrlich. Meine Fresse. Alter. So eine nervige Scheiße hier. Ey, ich geh gleich. Was soll der Mist? Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier so viel Pech haben, dass wir hier mit keinem Pokémon irgendwas reißen können. Mann, ey. Manchmal, ne? Manchmal ist dieses Spiel einfach so dämlich. Mein Gott, ey. Och, jetzt meine Güte, aber wenigstens kann er uns jetzt nicht mehr einschläfern. Ja, das kannst du jetzt nicht mehr machen, weil du uns gerade paralysiert hast. Kleines Mistvieh. So, jetzt entscheidet es sich. Was werden wir hier haben? Okay, das sagt uns jetzt irgendwie noch gar nichts. Es hat keine Wirkung auf Svenja. Haha. Ah, ja, war. Vielleicht hätten wir sofort mit Svenja angreifen sollen. Wenn das jetzt schon so nervig losgeht, ne, dann will ich gar nicht wissen, wie es bei Flavia wird. Ah, komm schon, jetzt. Zögere doch das Unausweichliche nicht noch hinaus. Dankeschön. Supi. Gut, dann verlassen wir die Arena erstmal wieder. Dieser Trainer hat uns keinen Ausschluss darüber gegeben, was in dieser Arena jetzt für ein Typ herrscht. Das werden wir dann beim nächsten Mal herausfinden müssen. Ich würde aber an dieser Stelle erst einmal sagen, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch gerne den Kanal. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder bei Pokémon Smaragd Nuzlocke Challenge hier in Bad Lavastadt. Und nächstes Mal oder übernächstes Mal, ich weiß es nicht, fordern wir dann die Revanche gegen Flavia und wollen sie dieses Mal auch schlagen. Ich werde jetzt offscreen noch ein bisschen trainieren, trainieren noch nicht, aber ich werde auf jeden Fall unser Ei ausbrüten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier in Bad Lavastadt. Bis dahin, tschüss!